Claudia Aldino. Ich komme aus Italien. Bin ich vor 12 Jahren in Berlin für die Erasmus-Programm angekommen. Dann habe ich mich in Berlin eigentlich verliebt, in der Stadt, und wollte ich gar nicht mehr weg. Und da habe ich ganz 9 Jahre, glaube ich, 8 Jahre lang in Berlin in mehreren Studio, also Architekturbüro gearbeitet. Und dann kam die Anfrage von Biobodengenossenschaft. Und für mich war, am Anfang wollte ich nicht unbedingt dahin, weil das hat so geklingelt, so viel Arbeit. Und ich kam immer so von sehr viel Arbeit, auch von dem anderen Büro. Und ich dachte, oh nee, ist viel zu viel, das werde ich nicht alleine schaffen. Aber also der Grund und das auch alles, was Bioboden bedeutet, war mir so wichtig, und endlich auch Teil davon sein und eine Veränderung in der Welt zu setzen und endlich nur mit nachhaltigem Material zu arbeiten zu können. Und auch nicht nur, weil nachhaltige Architektur ist sehr komplex. Und das ist nicht nur mit gutes Material, und da habe ich einfach meine Chance gefunden. Deswegen komme ich jetzt hierher in Rothen-Klempner, weil das Basis von Biobodengenossenschaft ist. Und deswegen bin ich hier jetzt. Also teilweise bin ich auch ein bisschen in Berlin, weil sonst vermisse ich die Stadt so sehr. Aber also meine Arbeit bunt ist erstmal hier. Andere Projekte sind auch in den Rest von Deutschland, aber hier sind noch mehr. Genau, ist auch anknüpfend an das, was du machst. Also genau, steht ja dieses ganze Projekt steht ja auch im Zusammenhang eben mit dem Klimawandel und dem, was der Beitrag ist, und daher so die Frage oder so diese, was ist dein Beitrag in der Zeit des Klimawandels, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Tatsächlich Teil mit zu sein von dem Bauwandel. Also das Bau ist verantwortlich von 40% von der OC2-Ausschuss in der Welt. Und es ist einfach klar, das muss man das verhindern. Und es ist tatsächlich immer noch eine sehr kleine Nische, was nachhaltiger Anbau angeht. Das machen die meisten großen Büro, wo ich auch gearbeitet habe. Eine von meinen letzten Projekten ist am Flapziger Platz von Berlin, also so ein sehr bekanntes Büro, da war überhaupt noch nicht die Frage. Man kommt gar nicht noch. Sand ist doch auch ein Thema bei sowas, oder? Ha? Sand ist doch auch ein Riesenthema beim Bau. Auf jeden Fall. Beton ist das schlimmste Material, das man einsetzen kann. Also man muss aufhören. Und das ist sozusagen auch ein Teil dessen, was hier gemacht wird. Genau, also wir haben tatsächlich hier eine kleine Analyse der Erde gekriegt, dass wir leider doch nicht nur mit Steine arbeiten könnten. Also das war auch so unser erster Wunsch. Da wollten wir nur eine Ringanker bauen, die eigentlich hier lag in unserem Hof. Und wir dachten, okay, perfekt, eine alte Beton, wir benutzen den als Ringanker und dann nur mit Steine füllen wir den Rest aus. Leider ging nicht so, aber trotzdem haben wir mit diesem Projekt zum Beispiel geschafft, dass der 80% der Fundament ist eigentlich nur aus Stein, und dann kommt nur ein kleiner Teil vom Beton dazu. Und so sollte man eigentlich weiter. Also das hat ja auch so super geholfen, dass wir keine Platte gemacht haben, wir haben eine Streifenfundament gemacht. Und ja, ich finde das trotzdem ein gutes Ergebnis, um der Boden einfach, der nicht uns leider gelassen hat, einfach nur mit Steinen zu arbeiten zu können. Also das war die Idee, weil auch hier ganz viele Steine kommen. Jedes Mal, wenn Landwirtschaft gibt, dann kommt einfach Steine von alleine raus. Und deswegen wollten wir unbedingt den wieder nutzen, weil von der Gegend ist. Aber leider konnten wir nicht ganz ohne Beton, aber wir haben das reduziert auf dem Maximum, was wir konnten. Ja. Ja. Wollen wir noch was? Ja, passt, oder? Nö, eigentlich nicht. Also, die Frage. Klar, das sind natürlich jetzt große Projekte, und das ist halt auch ein bisschen Pionierwesen, sage ich jetzt mal, ja, das wieder zu reaktivieren. Gibt es noch etwas, wo man sagen könnte, okay, das ist dein persönlicher, konkreter Beitrag gegen den Klimawandel, den du leistest, weil du hier bist? Ja, ich glaube, auf jeden Fall, weil das ein paar Leute, also ich kann jetzt meinen Bauherr unterstützen, wenn man will, über alles, was wir erklären, was man machen sollte jetzt als Bauherr, die baut.
Und das ist für mich, da war der wichtige Punkt. Ich kann einfach jetzt sehr gut schlafen. Ich konnte vorher nicht so gut schlafen, wenn ich mal vom Bau her, die haben null Interesse gehabt daran. Also es ging immer nur um günstig zu bauen. Also ich dachte auch nicht billig, aber günstig wie möglich und nie weiter um die Effekt, was das danach. Also es ist ein großer Prozess, es ist auch ein großes Thema gerade, ne, der nachhaltige Bau. Und das ist hier schon seit 30 Jahren und da haben die auch viele Leute nicht daran gedacht. Wenn ich diese Projekte der Biobodengenossenschaft oder der Hofer gemeinschaft Pommern dann weiter mit denen arbeite, ja, ich bin Teil davon, ich schaffe das auch mitzuwirken. Und das, glaube ich, das Wichtige. Ja. Der gut schlafen O-Ton war der beste. Ja. Dann danke. Bitte.